Jetzt kommen wir zum Hauptvortrag. Und da freue ich mich, dass bei uns ist Professor Dr. Klimt von der Hochschule für Musik und Theater in Hannover. Er ist seit 2010 dort Professor am Institut für Journalistik und Kommunikationsforschung und er ist Experte für Gaming, sagt er selber. Und da gibt es auf der Seite der Hochschule so einen Bereich, wo steht besondere Interessen. Und da habe ich geguckt, da gibt es manche Professoren, die schreiben da so eine halbe Doktorarbeit oder Habilitation. Und bei Herrn Klimt steht unterhaltsamer Mediengebrauch. So wird es wahrscheinlich heute auch. Herzlich willkommen, Professor Dr. Klimt. Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Oppermann. Schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie alle da sind. Ich bin heute nicht hier, um über Computerspiele zu reden, auch wenn das eins meiner Leib- und Magenthemen in der Tat ist, aber mein Arbeitsgebiet ist die Medienpsychologie. Ich beschäftige mich viel mit der Informationsverarbeitung beim Mediengebrauch, mit der Nutzung und Wirkung von neuen Medientechnologien. Und damit schlage ich auch die Brücke zum Thema des heutigen Internettags. Es soll ja um Videokonferenzen gehen, die Frage, wie, sagen wir mal, das Dauerzooming, das ja viele von uns jetzt seit 15 Monaten ertragen müssen, unsere Kommunikation verändert. Die psychischen Kosten des praktischen Nutzens sollen heute im Mittelpunkt stehen und wo es hingehen soll, ist, ich möchte gerne ein paar Gedanken verbreiten dazu, wo eigentlich die Herausforderung bei der Umstellung unseres, sagen wir mal, normalen Kommunikationsbetriebs auf Videoconferencing liegen. Und vielleicht kommen sogar ein paar Ideen rum, spätestens vielleicht dann in den Workshops zur Vertiefung, was wir zur Bewältigung dieser Herausforderung noch tun können. Die nächste Folie, bitte. Hier ist eine Befragungsstudie vom Verband Bitkom mit einer etwas sehr reißerischen Aufmachungen, wonach jeder Vierte täglich mehr als 10 dienstliche Videocalls absolvieren müsse. Ich habe sozusagen das kurz kommentiert. Am Ende ist es dann doch nur jeder 20. Wenn man die Statistiken richtig liest und vernünftig dokumentieren würde. Aber trotzdem zeigen die Daten natürlich, dass Videoconferencing gerade für die vielen WissensarbeiterInnen in Gesellschaft und Wirtschaft zum Alltag geworden ist. Wenn es Ihnen auch so geht und auch, dass der heutige Tag hier nicht in Präsenz stattfindet, ist ja symptomatisch dafür, dann sind Sie gewiss nicht alleine. Gleichwohl muss man andersrum auch sagen, wir reden über ein Thema, was natürlich gerade in Bürogemeinschaften, in Dienstleistungsunternehmen im Bereich der WissensarbeiterInnen heiß diskutiert wird, weil es dort den Alltag sehr stark prägt. Das ist natürlich für viele andere Berufsgruppen, für viele andere Menschen in diesem Land überhaupt kein Thema. Insofern soll man auch nicht von einer nationalen Herausforderung sprechen, sondern es betrifft halt bestimmte Bereiche, bestimmte Gesellschaftsarbeitsbereiche, aber unseren definitiv und deswegen wollen wir heute drüber sprechen. Die nächste Folie bitte. Der praktische Nutzen ist schnell erklärt, das muss ich Ihnen nicht groß ausbreiten. Wir mussten es tun wegen des Infektionsschutzes, aber es gibt eben noch ein paar zusätzliche Nutzenkomponenten. Wir sparen vor allen Dingen natürlich Reisekosten, wir sparen Bewegungskosten, Zeitkosten, was das Zusammenkommen zu bestimmten Meetings angeht. Wir verbrauchen nicht so viele Raumressourcen. Da ist die Kamera, jawohl, verzeihen Sie bitte. Es gibt Techno-Optimisten, die sagen, wir steigern auch unsere Produktivität, weil wir eben in mehr Versammlungen, mehr Begegnungen pro Zeiteinheit stattfinden können. Wir haben digitale Kooperationswerkzeuge zur Verfügung, die möglicherweise das Zusammenarbeiten in menschlichen Begegnungen leistungsfähiger, schneller, wirksamer machen, als das in normalen Konferenzräumen möglich wäre. Und aus Sicht der einfachen TeilnehmerInnen von Besprechungen besteht eben die Möglichkeit, die eigene, sagen wir mal, Intensität der Teilnahme zu dosieren. Ja, ich kann meine Kamera ausmachen, habe bessere Möglichkeiten, mich wegzuducken. Das kann man in bestimmten Situationen, wie Sie wissen, als Entlastung verstehen. Aber natürlich blicken wir alle auf diese Möglichkeiten, sagen wir mal, der begrenzten Aufmerksamkeitszuwendung mit einer gewissen Ambivalenz, weil natürlich ganz viele Besprechungen auch darunter leiden, wenn sich die Leute zu sehr rausnehmen. Ich kann aus dem universitären Seminarbetrieb Ihnen jetzt ein 3 Semester langes Lied davon singen. Die nächste Folie bitte. Also wir reden über praktischen Nutzen, der ist unbestritten. Vieles, gerade war in Corona-Zeiten, wäre gar nicht möglich gewesen, wenn wir nicht Zoom und Co. am Start gehabt hätten. Aber es gibt eben die psychischen Kosten, es gibt die Herausforderungen. Und darüber will ich mir sozusagen mit Blick auf Forschungsbefunde und das, was Medienpsychologie dazu zu sagen hat, kurz ein paar Gedanken machen.
Nächste Folie bitte. Wir reden über das Phänomen Zoom-Fatigue. Das ist der neue Fachausdruck dafür. Also ein Erschöpfungssyndrom körperlicher und oder seelischer Form als Folge nämlich des konzentrierten und zeitumfangreichen Teilnehmens an Videokonferenzen. Also eine bestimmte Form von Erschöpfung, Verlust von kognitiver, körperlicher Leistungsfähigkeit, die sich sozusagen in den Alltag eingeschlichen hat und die für viele Menschen tatsächlich ein ernsthaftes Problem ihrer Arbeitsgesundheit, ihres Wohlbefindens geworden ist und damit aber umgekehrt auch ein Problem für viele Führungskräfte, die nicht nur das Wohl, sondern auch die Produktivität ihrer MitarbeiterInnen natürlich im Blick haben müssen. Und wenn eine reale Gefahr besteht, dass ein erheblicher Teil der MitarbeiterInnen an solcher Zoom-Fatigue leidet, dann ist das natürlich auch aus Sicht der Wertschöpfung und des Dinge-Gebacken-Kriegens unerfreulich. Nächste Folie bitte. Es gibt medienpsychologische Forschung, auch Corona-inspiriert, ganz aktuell nochmal aufgelegt. Wir wussten schon vorher eine Menge über die Merkwürdigkeiten des Videokonferenzierens aus einer psychologischen Perspektive, aber jetzt, wo es ein Massenphänomen geworden ist, sind diese Studien nochmal aufgefrischt worden. Das hier stammt von Kollegen aus Stanford, die sozusagen völlig losgelöst von den bestimmten Kontexten und Zusammenhängen, in denen Menschen arbeiten und Videokonferenzen absolvieren, erstmal nur von der Technologie ausgehend die allgemeinpsychologischen Ursachen für solche Zoom-Fatigue, für solche Erschöpfungszustände herausgearbeitet haben. Und sie kommen auf im Wesentlichen 5 Faktoren. Der erste kommt Ihnen vielleicht ein bisschen merkwürdig vor, aber Mirror Anxiety, also der Stress durch das permanente Betrachten des eigenen Spiegelbilds, ist etwas, was einen erheblichen Anteil der Nutzerinnen da draußen belastet. Ja, in vielen Videokonferenzen sehen wir uns ja selber auf einer von den Kacheln, eher groß oder eher klein, je nach Gruppengröße. Und alleine das, wir sozusagen den ganzen Bürotag über oder Homeoffice-Tag über einen Spiegel vor uns haben, in dem wir uns selbst beobachten, vergegenwärtigt uns permanent, dass wir ja auch von anderen beobachtet werden. Und es verleitet eben zum ständigen Überprüfen des eigenen Erscheinungsbildes und wie die einzelnen Bewegungen und der Sitz des Sakkos und so weiter rüberkommen mag. Das ist ein Stressfaktor. Der zweite allgemeinpsychologische Aspekt ist die Fixierung vor dem Bildschirm. Damit eine Videokonferenz funktioniert, müssen alle vermeintlich immer zu sehen sein, also auch ihre Anwesenheit, ihre Teilnahme dadurch signalisieren, dass sie sich fix vor den Bildschirm stellen. Also dieses Gefühl, gefangen zu sein in der Videokonferenz, auch räumlich gefangen zu sein, stresst die Menschen. Hypergaze meint, also das menschliche Sozialverhalten ist stark von dem Automatismus geprägt, Augenkontakt zu suchen. Und wir suchen ganz unwillkürlich auf den Bildschirmkacheln nach den Augen unserer Mitmenschen. Wenn wir jetzt aber permanent 16, 20, 24 Kacheln mit Gesichtern zu sehen bekommen, dann sind wir ständig damit beschäftigt, diese Augen abzuscannen. Auch wenn viele von denen ja aufgrund der bekannten technischen Probleme mit Webcams uns gar nicht direkt angucken, sondern eher so mit uns reden oder so, aber der Effekt ist trotzdem da, dass eben gefühlt ein enormer automatischer Aufwand dafür getrieben wird von den Nutzerinnen und Nutzern, die Augen der anderen im Blick zu behalten, und das führt zu einer Wahrnehmung von, ich werde ständig angestarrt, und es ist eine anstrengende, nonverbale, visuelle Situation. Nonverbal ist auch das Stichwort für die letzten beiden Punkte, weil wir natürlich bestimmter räumlicher und verhaltensbezogener Kommunikationsmöglichkeiten beraubt sind in der Videokonferenz, muss das Gehirn mehr Arbeit reinstecken, um die nonverbalen Hinweise, die uns andere Menschen geben wollen oder vermeintlich geben, auszulesen, sie zu übersetzen. Und wir müssen andererseits eben mehr Aufwand dafür betreiben, unsere eigene nonverbalen Geste transportabel zu machen, in die Videokonferenz reinzugeben. Ja, ich muss möglicherweise, wenn ich meine Zustimmung signalisieren will, nicht einfach nur mal kurz nicken, sondern ich muss gleich eine übertriebene Geste da reinhauen, damit ich sicher sein kann, dass die Menschen auch verstehen, was ich ihnen eigentlich mitteilen will. Und dieser Mehraufwand setzt sozusagen das Gehirn zusätzlich unter Strom und sorgt dafür, dass eine Stunde Videokonferenzen uns deutlich müder macht als eine Stunde Normalgespräch, das wir sozusagen vor Ort in gewohnter Weise unter Nutzung unserer gewohnten Automatismen und Routinen absolvieren können. Das ist, wenn Sie so wollen, die allgemeinen
psychische Lage, zu den Gründen, warum Videoconferencing als soziale Technik sehr anstrengend ist. Und zwar unabhängig davon, mit wem wir reden, worum es geht, wie häufig wir Videokonferenzen machen. Das passiert, diese Ermüdungs-Erschöpfungsfaktoren sind am Werk, sobald wir eine Videokonferenz beginnen. Und deswegen liegt diese allgemein psychologische Ebene sozusagen erstmal über der spezifischeren Analyse, zu der ich jetzt komme. Wir kommen mal bitte zur nächsten Folie. Und zwar müssen wir natürlich in Rechnung stellen, dass Menschen Videokonferenzen nicht im luftleeren Raum stattfinden lassen, sondern es gibt immer Kontexte. Es gibt Geschichten, Beziehungsgeschichten mit den Menschen, die in dieser Konferenz sind, die ich als Nutzerin, als Nutzer habe, bevor es losgeht und die ich weiterschreibe durch diese Videokonferenz. Und wir stellen eben fest, dass alle diese kontextgebundenen sozialen Interaktionen, wie sie beispielsweise im Büro stattfinden oder in der Kirche stattfinden, dass sie arg auch gekoppelt sind, gedanklich für uns, an die Räume, in denen sie stattfinden. Die Anwesenheit in bestimmten Räumen triggert für uns, sie löst bestimmte gedankliche Prozesse, bestimmte Automatismen bei uns aus, die dafür sorgen, dass wir angemessen funktionieren, ohne groß drüber nachdenken zu müssen. Das betrifft zum einen Kommunikationsstile. Alleine durch die Anwesenheit in bestimmten Räumen aktivieren sich bei uns bestimmte Kommunikationsmuster. Ja, also die meisten von uns werden nie auf die Idee kommen, in einem Kirchenraum laut zu lachen. Und sobald sie das Büro der Chefin betreten, stellt sich auch eine andere Form von Kommunikationsstil ein, als beispielsweise das in der Teeküche der Fall ist. Solche an den Raum gebundenen Automatismen helfen uns dabei, uns einzupassen an die Situation, in der wir uns befinden. Und das geht automatisch, das heißt, ich muss da nicht groß drüber nachdenken. Das sind gut gelernte Routinen, die mich entlasten und mir helfen, mich auf das zu konzentrieren, worum es eigentlich in einer sozialen Interaktion, in einer Besprechung gehen soll. Das gilt aber nicht nur für Kommunikationsstile, das gilt auch für allgemein das Denken, das Problemlösen und vor allen Dingen auch die gedankliche Selbststeuerung. Ja, also viele von Ihnen kennen die Phänomene, die im Homeoffice passieren. Man hat den eigenen Kühlschrank ständig im Blick. Ja, das ist eine unerfreuliche Ablenkung. Es fällt vielen von uns viel leichter, sich im Büro, dem Ort der Arbeit, dem Ort der konzentrierten Befassung mit Sachaufgaben, die mit meinem Privatleben nichts zu tun haben, dort auch wirklich effektiv zu arbeiten und eben auch an Besprechungen teilzunehmen. Und es gibt viele Beispiele eben dafür, wie Denkmuster, das Problemlösen, die Kreativität in der Arbeit bis hin zur Freundlichkeit, mit der man anderen Menschen begegnet, eben abhängig davon ist, in welchen Räumen wir uns aufhalten. Und genau dieses Raumgefühl ist ja das, was sich bei Videokonferenzen, die auf den immer gleichen Laptop-Screens passieren, nicht einstellen will. Die nächste Folie bitte. Können wir eine Folie weitergehen bitte? Ja, super. Für unseren Kontext heute besonders wichtig sind die sozioemotionalen Aspekte von Kommunikation. Es geht ja ganz häufig darum, gerade in unserem kirchlichen Kontext, gerade im seelsorgerischen Kontext, aber nicht nur dort, Vertrauen aufzubauen, Nähe herzustellen, Mitgefühl auszudrücken, also an, sozusagen als Gemeinschaft, als menschliche Gruppe an Herausforderungen, an emotionalen Lastensituationen zu arbeiten. Und die dafür notwendigen Feinheiten sind natürlich etwas, die auch sehr stark an Orte, an räumliche Settings gebunden sind, beziehungsweise in solchen eingeübt sind und dort besonders gut funktionieren. Ich habe hier ein paar Beispiele auf die Folie geschrieben, will die gar nicht alle durchgehen, aber natürlich das besonders sensible Thema der Seelsorgekommunikation mit Menschen, die sich in einer seelischen Notlage befinden, das hinzukriegen, die dafür erforderliche Nähe, die Gesten, die Berührungen zu kompensieren, ist sicherlich eine ganz zentrale Herausforderung und die gelingt eben vielen auch sehr guten Profi-SeelsorgerInnen, vor allen Dingen dann gut, wenn sie eben die räumlichen Bedingungen dafür ausnutzen können, also beispielsweise symbolisch Nähe herstellen können, bestimmte Gesten praktizieren können, sicherstellen kann, dass man sich gegenseitig in die Augen blickt und dergleichen mehr. Ein anderes Beispiel, eher im Teamkontext gedacht, ist so dieser Buddy-Humor, der ganz häufig eben auf Orte angewiesen ist. Wenn Herr Oppermann hier noch neben mir stehen würde, hätte ich jetzt als Beispiel ihm seinen Kugelschreiber weggenommen, als sozusagen männlich-humorige Geste der Verbundenheit. Das ist sozusagen in Zoom-Konferenzen deutlich schlechter möglich. Und deswegen sind gerade auch besonders kreative, besonders emotional wirksame Kommunikationsaktivitäten in Zoom nicht so einfach möglich. Entweder muss ich mir sehr viel Gedanken darüber machen, wie ich sie ersetzen, wie ich sie kreativ kompensieren kann oder sie unterbleiben einfach.
Und schließlich geht es auch nicht nur um das, was ich reingebe in solche Videokonferenzen, was anstrengender ist, sondern es geht auch ganz viel darum, was ich rausbekomme als Nutzerin. Also die sozialen Gratifikationen, die mit vielen Besprechungen verbunden sind, die Erfahrung von Anerkennung beispielsweise, die Verbundenheitserfahrung, die Unterstützung, die ich bekomme, weiß ich, wenn ich die Revolution gegen den Chef anführe am Besprechungsraum und all die anderen nicken grimmig oder rücken den Daumen unter dem Tisch einmal hoch. Das sind alles Zustimmungs- und Unterstützungserfahrungen, die sich in Zoom entweder nur mit Mühe übersetzen lassen oder gleich ganz wegfallen. Und deswegen ist auch die Belohnungserfahrung, ja, die Zufriedenheitserfahrung mit Kommunikationsergebnissen, zumindest mal auf dieser affektiven Dimension, nicht im gleichen Maße zu erreichen und sichergestellt wie in konventionellen Begegnungen und Besprechungen. Gehen wir weiter zur nächsten Folie. Diese, sagen wir mal, unbefriedigenden und herausfordernden Aspekte von des Verlustes von räumlichen Kontexten, von Orten und den mit ihnen verbundenen Aufforderungshinweisen, wie ich mich verhalten soll, was ich denken kann und so weiter, kumulieren sich jetzt dank Corona noch weiter auf, weil sie eben in jeder einzelnen Videoschalte zum Tragen kommen und dann, wenn ich eben an vielen Videoschalten über den Tag, über die Woche, über das Jahr beteiligt bin, sich auftürmen. Ja. Hier kommt dann eben noch hinzu, dass es häufig zu abrupten Wechseln kommt. Ne? Also viele von uns packen sich ihre Wissensarbeitstage eben damit voll, dass sie von einer Schalte ohne große Pause in die nächste wechseln. Also Führungskräfte kennen das, dass das auch im Büroalltag vorher schon der Fall war, dass da alle 60 Minuten jemand anders in der Tür steht und man sich neu anpassen muss. Aber mittlerweile ist es eben nicht nur für Führungskräfte Normalität geworden. Und dass sich einlassen können auf eine neue Kommunikationssituation, die genauso herausfordernd ist wie die Videoschalte davor, ist natürlich unter Zoom-Bedingungen nochmal deutlich schwieriger, als wenn ich zumindest in einen anderen Raum gehe, wenn ich jemanden, einen Kollegen in seinem Büro besuche oder wenn ich zu einem Seelsorgsbesuch Menschen zu Hause aufsuche. Also die damit verbundenen Übergangszeiten, die Möglichkeiten, sich gedanklich, motivational, emotional auf das Neue einzustellen, werden deutlich reduziert und damit kumuliert eben diese Zoom-Fatigue aus einzelnen Konferenzen nochmal deutlich stärker, dadurch, dass eben Sequenzen von Konferenzen uns durch den Tag peitschen. Ja, und es sorgt eben für zusätzliche Beanspruchungen des kognitiven Systems, sodass die Fatigue, die Erschöpfung sich auch eskalativ sozusagen auftürmt. Wir gehen mal weiter zur nächsten Folie, bitte. Das Resümee, meine Damen und Herren, für diese Problemanalyse lässt sich so zusammenfassen. Wir haben erhebliche psychische Kosten, die mit der praktischen Nützlichkeit von Videokonferenzen verbunden sind. Die haben eben vor allen Dingen was damit zu tun, dass uns viele an Räume, an Orte gebundene Automatismen in unserem Denken, in unserem Sozialverhalten verloren gehen. Die können wir nicht anwenden, die müssen wir durch bewusstes Denken ersetzen, was uns viel, viel mehr Energie kostet und uns schneller erschöpft, als wenn wir uns auf unsere Automatismen verlassen können. Und wir verlieren eben einen Teil unserer nonverbalen sozialen Belohnung und unserer Gratifikation. Und diese Kombination aus, ich muss mehr reinstecken, damit es funktioniert, ich muss mehr Aufwand im Denken betreiben, um eine vollwertige Kommunikationssituation nachzustellen oder der möglichst nahe zu kommen, kombiniert eben mit dem Verlust an Gratifikationen, sorgt dafür, dass es anstrengender ist und dass es weniger Spaß macht auf Dauer. Das merken viele eingespielte Teams, also Teams, die es schon gab, lange bevor Corona uns getroffen hat, natürlich nicht so schnell, weil dort noch viel Vertrauensbasis, viele gemeinsam eingeübte soziale Automatismen dabei helfen, diesen Stressdruck zu dämpfen. Aber gerade in Settings, wo man häufig mit Menschen videokonferiert, mit denen man eher selten interagiert und die man nicht so gut kennt, hauen diese Effekte ziemlich stark durch. Ja, und in der Summe heißt es eben dieselbe kognitive und kommunikative Aufgabe, ob das jetzt eine Teambesprechung auf der Arbeit ist, ob das ein Seelsorgegespräch ist, ob das die Leitung einer Jugendgruppe ist, das ist erstmal unerheblich. Dieselbe Aufgabe wird, wenn ich sie per Video durchführen muss, deutlich anstrengender. Und das heißt, ich bin auch schneller im Verlauf eines Arbeitstages müde. Und vielleicht auch frustriert und vielleicht auch unzufrieden und ein bisschen entfremdet von dem, was mir früher in meiner Arbeit mehr Spaß gemacht hat. Jetzt reden wir in unserem heutigen Kontext, ne, wir werden ja auch noch einen Workshop zum Thema Seelsorge im Digitalen haben,
natürlich nicht nur über so Routineaufgaben, die man aus dem eigenen Erfahrungswissen irgendwie schon abgewickelt kriegt, sondern wir reden ja eben auch darüber, dass sensible, dass sehr spezielle Kommunikation erledigt werden muss. Menschen, die in Krisen sind, wollen beraten werden. Seelsorge braucht viel kommunikatives Fingerspitzengefühl. Wir haben zum Teil eben aber auch interpersonale Konflikte auszutragen. Das sind ja auch in Offline-Settings, im Zeitalter gedacht, konventioneller Begegnung schon sehr herausfordernde Kommunikationssituationen. Und sie binden eben viel Konzentration, Vorbereitung und Sorgfalt in der Kommunikationssituation. Wenn ich jetzt aber viel gedanklichen Aufwand eben dafür bereitstellen muss, dass über Zoom überhaupt erstmal eine halbwegs vernünftige, erträgliche, gedeihliche soziale Interaktion stattfindet, weil es eben so viel anstrengender ist, dann fehlen mir als Seelsorgerin, als Moderatorin, als Konfliktmanagerin natürlich ein Teil meiner gedanklichen Kapazitäten, die ich doch eigentlich auf die sensible Thematik des Gesprächs fokussieren sollte. Und deswegen ist zu vermuten, und dann bin ich auch nachher im Vertiefungsworkshop sehr auf Ihre Erfahrung gespannt, dass eben in so anspruchsvollen Settings, wo es nicht um Routineaufgaben geht, sondern wo es wirklich darauf ankommt, meinem Gesprächspartner gegenüber sehr aufmerksam zu sein, sehr einfühlsam zu sein und die richtigen Worte, den richtigen Ton zu finden, dass dort eben dieser Zoom-Fatigue-Effekt eskaliert, das also sich in einem Videokonferenz-Setting als dramatisch viel anstrengender darstellt, als es ohnehin schon wäre. Die nächste Folie bitte. Mit dem Resümee und dem Frust will ich natürlich diesen Vortrag nicht beenden, aber ich muss fairerweise auch sagen, dass die Lösungsangebote, die ich Ihnen aus der medienpsychologischen Forschung anbieten kann, überschaubar sind. Ja, auch hier, glaube ich, liegt der Trick eher darin, miteinander ins Gespräch zu kommen, auch Ihre praktischen Erfahrungen auszubeuten und das, was Sie gelernt haben in den letzten 15, 18 Monaten, was für Sie persönlich in verschiedenen Rollen als Moderatorin, als Nutzerin, als Zuhörerin von Videoschalt in unterschiedlichen Kontexten funktioniert, was Ihnen geholfen hat, das mit anderen zu teilen, ist meines Erachtens der wertvollere Ansatz, zumindest für heute. Was ich aber natürlich allgemein aus der Forschung mitnehmen kann, ist natürlich anzusetzen an den Punkten, von denen wir aus der Forschung wissen, dass sie zu den Zoom-Fatigue-Problemen beitragen. Impfen müssen wir hier nicht weiter darüber reden, aber ist natürlich ein wichtiger Baustein, der mit der Gestaltung von Zoom-Konferenzen allerdings nichts zu tun hat. Wir hoffen natürlich darauf, dass als Folge des Impfens wir bald in der Situation sein werden, dass wir auswählen können werden, welche von unseren Begegnungen wir in Präsenz machen und welche wir als Videokonferenzen belassen, sodass wir vielleicht 2022 in der Situation sind, dass wir das Beste aus zwei Welten dann produktiv miteinander verknüpfen können. Ansonsten habe ich gute Erfahrungen damit gemacht, 1-zu-1-Gespräche, für die eigentlich gar keine Videokonferenz nötig wäre, aufs Telefon zurückzuverlagern. Nicht so sehr, weil das Telefon weniger stressig wäre oder besser funktioniert, aber einfach, weil es eine andere Form der Kommunikation ist und damit für Menschen, die viel in solchen Videokonferenzen ausharren müssen, ein Aufbrechen der Routine bedeutet. Ganz wichtig ist sicherlich, die eigenen Erwartungen niedriger zu hängen, sowohl was die Ergebnisse einer einzelnen Videoschalte angeht, vor allen Dingen aber auch was die Machbarkeit eines sehr streng durchgetakteten Videokonferenztags angeht. Man sollte eben vor dem gerade geschilderten Hintergrund nicht von sich erwarten, dass man einen normalen 8-Stunden Arbeitstag mit 8 Stunden Videokonferenz bewältigen kann und sich danach so fühlt, als ob es alles super geklappt hat und man gerade noch vitalisiert und inspiriert aus dem Tag geht. So wird es in der Regel nicht sein. Wichtig sind sicherlich auch Reflexionshandlungen, also den Normalbetrieb mit kritischer Distanz anzuschauen und zu überlegen, welche von den denkbaren Faktoren, die Zoom-Fatigue auslösen, sind bei mir möglicherweise besonders wirksam. Also wenn ich das Gefühl habe, ständig in das eigene Spiegelbild gucken zu müssen, daran könnte ich zumindest technisch in vielen Videoschalten etwas machen. Gezielte Vorbereitungen auf das nächste anstehende Setting, die Menschen, die ich dort treffen werde und das, was ich über sie weiß, kann eben helfen, die Anstrengung, die ich erlebe beim Versuch zu dekodieren, was mir die anderen Teilnehmenden denn nonverbal mitteilen wollen, zu senken. Aber das setzt eben voraus, dass ich auch ein bisschen Zeit für die Vorbereitung habe und nicht 30 Sekunden
Zwischenraum nur zwischen zwei Videoschalten habe, um von dem einen Zoom in den nächsten zu wechseln. Aber mit etwas Vorbereitung eben nicht nur auf die inhaltliche, sondern auch auf die soziale Dimension der nächsten Videoschalte lässt sich der Stress möglicherweise dämpfen. Aber wie gesagt, auch hier geht es vor allem darum, die persönlichen, die individuellen Anfälligkeiten zu reflektieren und dort anzusetzen, weil es das, glaube ich, allgemeingültige Rezept gegen Zoom-Fatigue, das für uns alle gleichermaßen funktioniert, so nicht geben wird. Die nächste Folie bitte. Ich glaube, ein bisschen was können wir tun, wenn wir in der Moderationsrolle sind bei einer Videoschalte. Nämlich den Stress und die Fatigue, die möglicherweise die Menschen schon mitbringen, in Rechnung zu stellen und versuchen, systematisch dagegen zu arbeiten. Als Moderator habe ich da ein paar mehr Möglichkeiten als einfache Teilnehmerin. Ich kann, wie auch in konventionellen Vor-Ort-Besprechungen, auch möglichst viel mit Humor arbeiten. Lachen ist in der Tat ein wichtiges Element gegen Stress aller möglicher Couleur und es aktiviert die Menschen, die schon völlig erschöpft in sich zusammengesunken sind. Man kann sicherlich Normen vereinbaren, dass Bewegungen der Teilnehmenden im Raum zulässig sind, also dass den Menschen so ein bisschen dieses Gefühl, gefangen zu sein, entrapped zu sein, genommen wird. In dem Sinne, dass wir eben vereinbaren, wir vertrauen uns, dass wir uns zuhören, auch wenn wir gerade das Bild nicht, wenn wir gerade nicht im Bild zu sehen sind, sondern uns einen Kaffee holen. Da kann man, glaube ich, sozusagen die Gesprächsnormen ein bisschen verflüssigen, ein bisschen weniger formell ausgestalten. Gezielte Reize reingeben, die mit dem normalen Besprechungstrott und Thema nichts zu tun haben, ist sicherlich wichtig. Wir haben über Aktivpausen, hat Herr Oppermann vorhin schon gesprochen, alle möglichen Formen, die Menschen in Bewegung zu versetzen, um 90 Grad die Perspektive zu verändern im Denken, kann eben helfen, aus der Moderation heraus die Menschen zu aktivieren und gegen sozusagen diese sich einschleichende Fatigue etwas zu tun. Und ich glaube, ein ganz einfacher Trick ist in vielen Fällen, Folien zu zeigen, tatsächlich Material zu zeigen, die Screensharing-Funktion zu nutzen, allein deswegen, weil es eben die Sichtbarkeit der vielen Teilnehmerinnen kacheln senkt und damit diese Hypergaze, also diese alle starren sich an und starren mich an Situation in den Hintergrund drängt und den Menschen dabei helfen kann, sich eben auf die gemeinsame Aufgabe, die eben über das geteilte Material visualisiert wird, zu fokussieren. Die nächste Folie bitte. Und so komme ich zum Schluss, meine Damen und Herren. Auf Dauer, und wir haben jetzt alle bereits 15 Monate für diesen Wahnsinn in den Knochen, droht vielen WissensarbeiterInnen durch diese massive Verlagerung von sozialer Arbeitsbegegnung und ja nicht nur Arbeitsbegegnung in die Videokonferenz ein herber Verlust an persönlichen Wirksamkeitserfahrungen, an Belohnungserfahrungen, tatsächlich auch an Sinnstiftung. Warum mache ich diesen Job eigentlich? Was ist mir daran wichtig? Und tatsächlich auch an erlebter Humanität, also das, was uns gerade in schwierigen Zeiten ja so dringend nötig ist. Wie kommen wir eigentlich durch den Tag? Wie viel menschliche Zuwendung, wie viel positiven menschlichen Austausch erleben wir? Vieles davon geht ja über Videokonferenz und es ist immer noch besser als nichts, das ist keine Frage. Aber auf Dauer, wenn wir sozusagen nur über Video kommunizieren und unserer sozialen Automatismen beraubt werden, dann drohen doch erhebliche Einbußen, was die, das Wohlbefinden, den Optimismus, die Hoffnung für die Zukunft angeht. Man muss ja auch sehen, es geht ja auch nicht nur um Videokonferenzen, sondern mindestens zwei Aspekte kommen noch dazu. Es gibt noch viele weitere Digitalisierungsfacetten. Vermutlich geht es Ihnen ähnlich wie mir, was an E-Mails mehr zu verarbeiten war jetzt in Corona-Zeiten, kommt ja noch obendrauf. Ja, also ganz viel auch Arbeit, die nichts mit Besprechungen zu tun hat, fokussiert sich noch stärker auf den Bildschirm als früher. Auch das ist eine zusätzliche Belastungssituation. Und der andere Faktor ist natürlich Homeoffice. Ja, also es geht ja nicht nur um das, ich begegne den Menschen per Video, sondern ich begegne anderen Menschen sonst halt auch gar nicht. Und diese Isolations-Zurücksetzungserfahrungen tragen natürlich erheblich ebenfalls zum Gesamtverlust an Wohlbefinden bei. Deswegen ist es eben wichtig, dass wir reflektieren, wie wir die notwendigen Videokonferenzen möglichst so gestalten, dass sie menschenfreundlich passieren. Für uns als Nutzerin ist gleichzeitig eben Achtsamkeit und Selbstschutz sehr wichtig. Wir müssen, also wir sollen auch von uns selbst nicht zu viel erwarten, nicht noch frustriert sein, wie wenig wir auf die Kette kriegen im Videoalltag, sondern eben auch wirklich beobachten, wie es uns damit geht und überlegen, wie kann ich morgen mal was anders machen als heute, um vielleicht eine kleine nützliche Veränderung herbeizuführen.
Und als Führungsaufgabe ist der Umgang mit Videokonferenzen sicherlich ganz zentral. Also alle von Ihnen, die irgendwie Verantwortung für MitarbeiterInnen, KollegInnen tragen, sind sicherlich gefordert, sich auch über diese Dimension des Arbeitens verstärkt Gedanken zu machen. Und zwar umso mehr Gedanken, je länger das Ganze dauert. Über sozusagen Bewegungspausen und andere Maßnahmen, mit denen wir uns stemmen können gegen den Schalten-Marathon, habe ich schon gesprochen. Das ist natürlich, trifft immer an seine Grenzen, weil ein bestimmter Bedarf an Kommunikation besteht halt und den kann ich nicht einfach weg erklären und sagen, ja, aber es geht nur die Hälfte davon, weil hey, es ist ja Zoom, sondern dieser Aufruf, sparsam zu sein mit Videokonferenzen, den formuliere ich natürlich in dem Wissen, dass das eine besonders herausfordernde Empfehlung ist. Ich würde schließen mit auf einem höheren Abstraktionsniveau mit der Anwendung einer Formel, die Kollegen in der Medizin verwenden, wenn sie über das Thema Tierversuche sprechen. Was ist die Strategie im Umgang mit Tierversuchen und den damit verbundenen ethischen Problemen? Und die Antwort der Medizin lautet 3R, Reduce, Refine, Replace. Und ich glaube, das lässt sich nicht nur auf Tierversuche anwenden, wo es eine gut geprobte und fortlaufende Strategie ist, sondern es ist auch ein guter Ratschlag mit Blick auf Videokonferenzen und die gerade geschilderten psychischen Kosten, die im schwierigen Verhältnis stehen zu dem praktischen Nutzen, den der Dauereinsatz von Videokonferenzen mit sich bringt. Also wir alle sind, glaube ich, gut beraten, wenn wir versuchen, Videokonferenzen zu reduzieren, zu verbessern und zu ersetzen. Vielen Dank.